Es war einer der ganz großen Skandale, zumindest erwarteten Skandale der österreichischen Fernsehgeschichte. Heute vor 25 Jahren ging die erste Folge der Piefke-Saga auf Sendung. Der Vierteiler, heute sowas wie ein Stück österreichische Identität, geschrieben von Felix Mitterer, koproduziert von ORF und dem Norddeutschen Rundfunk. Die Geschichte also einer deutschen Familie in den Untiefen Tirols, des Zillertals, verfolgt von einem Millionenpublikum, die die Urlauber wie auch die Einheimischen von der Satire unbarmherzig umklammert. Der Tourismusverband witterte einen Skandal. Gekommen ist, wie wir heute wissen, ist es ein bisschen anders. Der Nestbeschmutzer, wie er schon genannt wurde, Piefke-Saga, Erfinder Felix Mitterer, ist gleich bei uns im Studio zu Gast. Zuvor aber Julia Fellerer und eine Retrospektive. Anna, Butter. Ja, sofort, Herr Sattmann. Scheiß Piefke, die soll man ein Leben lang aushalten. Die Deutschen, eine Landplage im schönen Zillertal. Zugleich aber die Touristengruppe, die das meiste Geld in die Region bringt. Aus diesem Spannungsfeld entwickelte Felix Mitterer sein satirisches Volksstück. Selbstverliebte Deutsche treffen auf hinterlistige Tiroler. Nicht nur der Tourismusverband witterte vor 25 Jahren einen Skandal. Wir reisen ab und mit uns alle deutschen Touristen hier in diesem Ort. Dafür sorgen wir, das verspreche ich Ihnen. In der Tourismusbranche gibt es zu dieser Sache eine große Zahl von kritischen Stimmen. Wir bemühen uns, in die Werbung sehr viele Millionen hineinzustecken. Und dann glaube ich, dass gerade durch die Piefke-Saga da viel vermasselt wurde. Auch viele Einheimische fürchteten einen Imageverlust. Ein Piefke ist für uns ein Mensch, den wir nicht mögen. Aber wie viele Deutsche haben wir bei uns, wo wir das Geld verdienen? Dann können wir nicht einmal im Gedanken Piefke, dürfen wir sagen. Hubschrauber! Ein Hubschrauber! Den Hubschrauber kannst du nicht anstecken. Scheiß Piefke, hast du noch blöd. Ich reiß ab. Der Tiroler Felix Mitterer wurde als Nestbeschmutzer beschimpft. Der ORF und der Norddeutsche Rundfunk durften sich als Produzenten der Serie über ein Millionenpublikum vor den Fernsehschirmen freuen. Der traut sich was. Angekündigte Skandale bleiben bekanntlich aus, so auch im Fall der Piefke-Saga. Der Vierteiler stellte sich sogar als ungewöhnliche Tourismuswerbung heraus und ist heute Teil der österreichischen Identität. Wir haben einiges dazugelernt, seit du ihnen die Schneekanonen verkauft hast. Ja. Das! Unser Tirol!